Viel ist ihm nicht geblieben von seinem früheren Leben im russischen Nischni Nowgorod. Ein paar Fotos von politischen Kundgebungen, ein paar Dokumente im Laptop. Der mit dem Plakat, das bin ich, erzählt Alexei. Nostalgie und Verbitterung, das fühle er, wenn er sich die Fotos anschaut. Mit seinem alten Leben in Russland hat er weitgehend abgeschlossen. Vor 2 Jahren floh Alexei aus Russland, strandete schließlich in Kiew in einer Pension. 10 Menschen pro Zimmer, 1,5 Quadratmeter pro Mensch. Dafür zahlt er umgerechnet 40 Euro im Monat. Früher war Alexei erfolgreicher Kleinunternehmer, selbstständig, politisch aktiv bei der Opposition. Das brachte ihn ins Gefängnis. Er macht sich auf den Weg zu einer Hilfsorganisation in Kiew. Nothilfe für die Ostukraine organisieren sie hier. Alexei ist ehrenamtlicher Helfer, eine Art Telefonseelsorger für Kriegsopfer. Donbass SOS, Alexei hier, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Wir fahren mit Alexei zur russischen Botschaft in Kiew, abgeschirmt und streng bewacht. Hier hat er ein paar Mal gegen Putin demonstriert, seine Gefühle zwiespältig. Nein, ich habe hier keine Angst. Trotzdem fühle ich mich in der Ukraine unbehaglich, denn die Ukraine gewährt mir kein Asyl. Sie verweigert mir das Recht, mich hier aufzuhalten. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Die Gründe versteht er bis heute nicht. Sie scheinen ihm vorgeschoben. Mit seinem Schicksal ist er nicht allein. Seit der Krim-Annexion wurden nur rund 5% der Asylbewerber aus Russland als Flüchtlinge anerkannt. Alexei besucht Maxim Butkevich, einen Menschenrechtler, der juristische Hilfe organisiert. Immer häufiger suchen Flüchtlinge aus Russland seinen Rat. Für die Vereinten Nationen gilt Alexei als Flüchtling. Das heißt, das UNHCR erkennt mich als Flüchtling an und die Ukraine nicht. Und das auf Grundlage der gleichen Konvention. Das ist doch paradox, oder? Paradox? Menschenrechtler Maxim meint, so etwas sei leider übliche Praxis. Die ukrainische Regierung weist das zurück. Aber die Menschenrechtsbeauftragte räumt immerhin ein, dass es im Asylsystem hakt. Unsere Politik will nicht denjenigen Menschen, die aus Russland gekommen sind, das Recht auf Asyl verweigern. Eine solche Entscheidung gibt es nicht. Aber es gibt gewisse Schwierigkeiten, die mit der aktuellen Rechtslage in der Ukraine verbunden sind. Diese Rechtslage trifft ausgerechnet jene Russen, die auf Seiten der Ukraine kämpfen. Dem ukrainischen Staat gelten sie trotzdem als Illegale. In Kiew stehen Beutewaffen aus dem Donbass, Panzerwracks. Hier treffen wir Iva. Er ist 31, stammt aus Moskau und er kämpft in einem rechtsgerichteten Freiwilligenregiment gegen die prorussischen Separatisten. Man kann mich jederzeit auf der Straße anhalten und nach meinen Papieren fragen. Ich werde meinen russischen Pass zeigen. Und angesichts der Lage heute, so viel ist mir klar, kann es passieren, dass man mich einfach den Sicherheitsorganen übergibt und abschiebt. Doch was, wenn der russische Geheimdienst vermeintliche Flüchtlinge in die Ukraine schickt? Hilfsorganisationen kennen diese Angst des Staates vor Unterwanderung. Wir verstehen nur zu gut, dass es wohl auch einige Sicherheitsbedenken gibt. Die sind das Motiv für das Zögern der Migrationsbehörde, wenn sie sich mit den Anträgen auseinandersetzt. Mit einer Mischung aus Vorbehalten und Bürokratie begegnet die Ukraine denjenigen, die bei ihr Schutz suchen. Alexei, der abgelehnte Asylbewerber aus Russland, hat seine eigene Erklärung, warum die Ukraine sich so schwer tut mit Flüchtlingen, ausgerechnet aus seinem Land. Es gibt hier schon viele einheimische Politaktivisten. Wozu brauchen die noch weitere, die russische Staatsbürger sind? Die sind in Augen der Regierung wohl gefährlich. Und so bleibt Alexei nur die Arbeit als Kurier. Mehr als 50, manchmal 60 Euro monatlich kommen selten zusammen. Das Leben in Kiew hat ihn müde und mürbe gemacht. Alexei will jetzt in ein anderes Land und es dort noch einmal versuchen, mit einem Asylantrag, mit einem neuen Leben.